Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und Weihnachten steht jetzt wirklich vor der Tür. Für alle, die noch keine Rezeptidee in petto haben, kommt hier jetzt mein weihnachtlicher Vorschlag. Es gibt Weihnachtsente im Backofen. Viel Spaß! Und hier liegt es, das Prachtexemplar von einer Ente. Sie wiegt 2,3 Kilo, die werde ich natürlich dann noch präparieren. Ich zeige euch das ganz genau, wie ich das mache. Sie wird gefüllt und zwar mit einer Mischung aus Äpfeln und grob gehackten Walnüssen. Dazu kommt noch ein bisschen für die Fettverdauung Beifuß hinein, sowie Salz und Pfeffer. Des Weiteren gibt es Beiwerk, damit ein feines Sößchen entsteht. Und das besteht aus etwas Suppengemüse, Lauch, Sellerie und Karotten in kleine Stücke geschnitten. Ich habe meine aus der Gefriertruhe, die tauen gerade noch auf. Dann haben wir hier Zwiebeln, Rotwein und Gewürze. Schaut mal her, was ich hier Feines habe. Ich habe Sternanis, ich habe Zimtstangen, dann ein paar Lorbeerblätter und Wacholderbeeren. Ja, das klingt doch schon mal sehr weihnachtlich, oder? Und das war's soweit. Rotwein habe ich noch vergessen. Genau. Ja, bitte, Kameramann. Was gibt's denn für Beilagen? Beilagen habe ich mich für Folgendes entschieden. Und zwar, was schmeckt am besten zur Ente? Ich finde auf jeden Fall Blaugrad. Ich habe mich für Meldessa entschieden. Und es gibt natürlich noch Kartoffelknödel. Auch Semmelknödel wären möglich. Das zeige ich dann alles. Machen wir natürlich auch. Und wie die Soße dann noch entsteht. Ja, das zeige ich auch ganz genau, das Abseihen und so weiter und stelle euch auch noch viele oder einige Alternativen vor, wie ihr es noch machen könnt, ja, mit der Soße. Ja, jetzt lasst uns erstmal die Ente präparieren und füllen. So, ich habe hier schon mal Garn abgeschnitten. Und zwar müssen wir jetzt die Ente präparieren. Man könnte jetzt hier diesen Kragen abschneiden, was ich auch mache. Ja, der hängt dann da so schlapprig lasch herum, also schneidet man den einmal einfach ab und den verschwemmt man aber nicht oder werfen ihn weg, sondern den verwendet man dann noch für die Soße als Geschmacksgeber. Innereien befinden sich in dieser Ente nicht. Ich habe ganz genau nachgeschaut, da ist also nichts drin. Normalerweise findet ihr da so ein kleines Tütchen mit den Innereien. Ich mag die sehr gerne und gebe die auch zum Verfeinern der Soße noch dazu, ja, beim Braten der Ente. Und dann kann man sich noch überlegen, diesen Bürzel abzuschneiden. Und zwar ist es die Fettdrüse der Ente und die mögen manche gar nicht. Es ist Geschmackssache. Der Schwiegervater mag die auf jeden Fall und der wird heute mitessen, Kameramann. Gell? Da kriegst du Ärger, wenn da du krieg den ich Ärger. Bürzel abschneidest. Manche meinen, ja, da wird das Fleisch bitter, aber es gibt wirklich Liebhaber, die streiten und raufen sich um das Hinterteil der Ente sozusagen. Also lassen wir sie auf jeden Fall dran. Ich mag hier keinen Ärger. Schaut mal her, diese Ente ist jetzt auch schon soweit vorbereitet. Also sie ist küchenfertig sozusagen. Und man könnte sich jetzt noch überlegen, die Flügelspitzen abzuschneiden. Die kann man zum Beispiel auch zur Soße geben. Aber ich werde es nicht machen. Ich habe eine andere Idee. Und zwar werde ich hernach, wenn das Ganze gefüllt ist, das Anbinden, das zeige ich dann noch. Und auch die Beine, die Schlägel binde ich zusammen, weil je kompakter das ist, desto weniger kann mir irgendwas, was absteht, verbrennen. Ja, dann gart das schön gleichmäßig, die Oberfläche. So, und jetzt werde ich erstmal die Füllung vorbereiten. Und zwar habe ich hier die Äpfel in Stücke geschnitten, gebe dann die Walnüsse dazu, sowie den Beifuß. Und wasche mir mal ganz kurz die Hände, weil ich werde jetzt Salz und Pfeffer dann verwenden. Da brauche ich saubere Hände. So, jetzt ich würze diese Füllung mit etwas Pfeffer und Salz. Mische das ein bisschen durch. Und gebe diese Füllung dann, mal ein bisschen Platz machen hier, in die Ente hinein. So, schaut her, hier, Kameramann, sieht man es schön, gell? Da fülle ich das jetzt ein. Warte, ich nehme die andere Hand, dann können die Zuschauer das besser sehen. Gell? Schön rein, ein bisschen andrücken. So, jetzt schaut es her.
Jetzt ist es da drin, ja, das passt genau von der Menge her. Und jetzt könnte man sich überlegen, dass man das hier mit Zahnstochern oder mit Spießen verschließt. Man muss es aber nicht machen. Ja. Also wir werden jetzt hier nach E die Ente mit der Brustseite nach oben auf dem Rost platzieren und das hält eigentlich gut zusammen. Aber wer möchte, der kann da auch noch stecken. Ich finde es unnötig. Was meint ihr, liebe Zuschauer? Ich lege mal das da kurz da rein, dass ich mehr Platz habe. Ich wasche mir wieder die Hände. Ganz kurz mal. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Platz gemacht, damit ich schön arbeiten kann. Von außen bestreue ich die Ente lediglich mit Salz und reibe sie ein bisschen ein, weil alles, was hier noch an Gewürzen, Kräutern dazukommen würde, wie zum Beispiel Pfeffer oder ja, andere oder getrocknete Kräuter, das würde verbrennen. Ja? Die genauen Mengenangaben findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox. So, dann machen wir es einmal. Na, geht es nicht auf mehr? Jetzt. So, schön. Und jetzt bestreue ich sie von außen mit dem Salz, reibe sie ein bisschen ein. Da darf schon ordentlich Salz ran, damit das ordentlich schmeckt. Die Ente ist gefüllt und sie ist von außen mit einer ordentlichen Portion Salz eingerieben. Und jetzt, wie vorher schon mal angekündigt, werde ich die Flügelspitzen hier anbinden, damit das Ganze einfach kompakt ist und mir nichts absteht und verbrennt. Genau, da ist es ganz schön, wenn man noch einen Helfer hätte, aber das geht schon auch alleine, Ich gell? kann mit Nein, das geht schon. Nein, nein, ich komme mit schon. einem Finger drauf drücken nach dem ersten Knoten, wenn du Ja, aber magst. ich glaube, der hält ganz gut. Warte, ja, super. Dann ziehe ich das noch ein bisschen, wenn es ein bisschen noch, ja, das möchte ich noch ein bisschen schöner reinziehen. Vielen Dank. Das habe ich noch, den Trick habe ich noch nie gesehen, da Gell? bin ich Das kann man schon machen. gespannt. Dann schneide ich natürlich noch die Enden ab. Und hier binde ich auch noch die Keulen zusammen. Dann schneiden wir noch die Enden sauber ab. Die Enten. Die Enten. Die Enden des Fadens. Küchengarns. So. Die Ente ist präpariert und jetzt schnappe ich mir ein Blech. Ich habe dieses Rezept so konzipiert, dass es jeder zu Hause nachmachen kann, der zum Beispiel auch keine Reine hat, die groß genug ist. Ihr könnt ja mit dem Rost arbeiten, der beim Backofen dabei ist, und mit einem Blech. Ja? Sollte hier leicht erhöht sein, so ein klassisches Blech eben. Und hier hinein schlichte ich jetzt mal das Suppengemüse, verteile das einfach. Den Kragen, den kann man auch mal durchschneiden, dann werde ich den hier auch platzieren. Und hätte ich jetzt noch Innereien dabei gehabt, dann würde ich die da auch verteilen. Und dann gehen wir noch den Sternanis. Und was ich euch noch unterschlagen habe, das habe ich ganz vergessen, als sich das unterm Sternanis befindet, das sind ein paar Gewürznelken. Damit es weihnachtlich wird. Damit es sehr weihnachtlich wird, ja. So, schön alles verteilen. Die Wacholderbeeren und die Zimtstangen lege ich noch mit rein. Gell? Und zu guter Letzt wird hier der Rotwein drüber gegossen. So, jetzt ist alles bereit für den Backofen. Wenn ihr das Ganze auf dem Grill umsetzen möchtet, ihr kennt doch diese Konsisformen mit Rost drauf. So, mit dem System könntet ihr das dann auch auf dem Grill im indirekten Bereich machen. Ich habe jetzt den Backofen schon auf 160 Grad Umluft vorgeheizt. Müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Und jetzt kommt zuerst das Blech in den untersten Bereich, in die zweite von unten, zweite Schiene von unten. So. Kameramann, sieht man das? Kommst du vielleicht ein bisschen rum? Ja, wenn du Ja, das alles drin hast, dann genau, fahre ich ja. mal drüben vorbei, Und oder? hier drauf lege ich jetzt. Kameramann, das stimmt doch nicht. Doch, tatsächlich. Okay, ich hätte gedacht, das ist falsch. Mit der Brustseite nach oben kommt die Ente auf den Rost und dann über dieses Blech. So. Und so bleibt die jetzt drin für um die 2 Stunden. Und dann schauen wir sie mal an und verpassen ihr noch eine schön knusprige Haut. Damit die Haut der Ente später schön knusprig wird, nehmt ein Schaschlikstäbchen zur Hand und piekst die Entenhaut damit ein.
beobachtet immer den Flüssigkeitsstand unten im Blech, gegebenenfalls einfach Wasser aufgeben. Gute 2 Stunden sind vergangen. Wir fassen nochmal zusammen. Ich habe nach einem guten Stündel die Entenhaut angepickt, damit das Fett austreten kann. Das ist wichtig, dass die Haut überhaupt knusprig werden kann. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei der Zubereitung von Krustenbraten, damit man die Schwarte knusprig kriegt. Und dann habe ich ab und zu noch ein bisschen mit Wasser aufgegossen. Ihr könntet alternativ auch einen Entenfond, einen Geflügelfond verwenden. Ja, das bleibt euch überlassen, aber da ist so viel Geschmack drin. Da reicht ein bisschen Wasser, ja, damit das einfach unten nicht verbrennt, wenn die Flüssigkeit einfach reduziert. So, und jetzt holen wir mal das gute Stück raus. Kameramann, du kannst eigentlich bleiben, weil ich stelle die jetzt ganz provokativ hier, zack, auf dieses Brett. So, schaut euch die an. Die sieht doch schon mal gut aus, oder? Was meint ihr? Kameramann, was sagst du? Sie hat schon eine schöne Farbe. Ein bisschen mehr Farbe noch. Genau. Oh, das schaut schön aus. Ja, das hier ist jetzt richtig zusammen. Brändelt in Bayern. Ja, zusammen gebraten. Ja, da haben sie jetzt schön diese Aromen da an diesen Rotwein abgegeben. Sie sind ausgetreten. Und jetzt hat man ein paar Möglichkeiten. Der Kameramann mag immer gern das Gemüse dann im Ganzen haben. Ihr könntet es rein theoretisch auch pürieren. Dann würde ich aber dann die Gewürze, diese festen, wie die Zimtstangen, da rausnehmen. Dann könntet ihr das Ganze naturbelassen, ja, servieren. Oder ihr macht es so wie ich. Ihr gebt es jetzt durch ein Sieb, fangt die Soße auf. Treffe ich schön, ja. So. Ein bisschen was kann man fast zurücklassen. Ich werde noch weiterhin ein bisschen Wasser bereitstellen. Und zwar passiert jetzt Folgendes. Wir brauchen jetzt wenig Flüssigkeit oder wenig Dampf im Backofen, damit uns diese Haut knusprig wird. Stellenweise, ja, ist es schon, aber hier noch nicht. Ja. Teilweise ja, aber jetzt wollen wir diesen Bräunungs- und Knuspervorgang einfach noch beschleunigen. Dieses Blech setze ich jetzt wieder rein an die gleiche Stelle. Zweite Schiene von unten. Und dann gebe ich noch den Rost mit der Ente drüber. Und drehe mal auf 180 Grad. Bisher waren es 160. Jetzt gehe ich erst einmal auf 180. Ja? Und ja, das passiert dann hier so, ohne dass man wieder was machen muss. Da kümmere ich mich um die Soße. Man kann jetzt natürlich dieses Fett hier abschöpfen, aber ich finde, es ist gar nicht so viel. Ja, es gibt da so spezielle Kannen, könnte man jetzt ein bisschen abtragen. Aber ich finde sie als Geschmacksgeber schon echt gut. Und schaut euch die mal an, von der Farbe her, die ist doch schön. Ja, die werde ich jetzt noch mit einem Schneebesen dann schlagen. Und später kommt dann noch zum Andicken ein bisschen Speisestärke mit Wasser verrührt hinein. Ihr könntet auch einfach zu einem Soßenbinder greifen, ja, und dann die Soße nach euren Wünschen andicken, vielleicht noch ein bisschen Geflügelfond dazugeben. Genau, so läuft es dann ab. Und jetzt warten wir mal, schauen wir mal, was die Ente macht. Oder kann man nochmal spitzen wir mal rein zusammen. Ja? Ja. Ja. Muss man eigentlich die Schnur nicht jetzt schon wegtun? Nein. Die kann man dann vor dem Servieren wegtun. Immer ein bisschen beobachten, aber wir haben jetzt unten wenig Flüssigkeit. Das wird jetzt gleich verdampfen und da geht es jetzt dann richtig zur Sache. Und ich drehe dann meistens noch ein bisschen höher, ja, bis zu 220 Grad, dass es richtig schön knusprig wird. So, und während die Ente jetzt so dahin knuspert, mache ich mir ein Glas, dieses tolle Glas Rotkohl auf, mein Lieblings. Blaukraut von Hengstenberg, Mildessa, sehr zu empfehlen. Das erhitze ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann, Kameramann, dann duftet es noch besser, als es eh schon hier duftet. Gell? Es riecht so weihnachtlich, liebe Zuschauer. Ja, und das Blaukraut auch noch dazu. Ja, das ist einfach der Hammer. Gell? Sehr gut, so, dann lassen wir das erhitzen. So, ich zeige euch jetzt kurz das Andicken der Soße. Ich mache das wirklich so, dass ich das hier rein. Man könnte auch mit kaltem Wasser, aber ich nehme da gerne die heiße Soße. Das funktioniert wirklich sehr gut und löst sich dann hier super. Speisestärke, seht ihr das?
So, noch ein bisschen was rein. Da brauchen wir praktisch keine künstlichen Soßen. Brauchst du nicht, nein. Soßenzugaben oder sonst brauchst irgendwas? Brauchst nicht, nein, brauchst nicht so. Und jetzt wird das hier einfach reingerührt und dann mit dem Schneebesen noch fester verrührt. Mhm. Und schaut her, und schon dickt die Soße schön an. Könnt ihr nach euren Wünschen und dann zum Schluss noch den Bratensaft reingeben, der jetzt noch rauskommt beim Anknuspern. Wollen wir mal kurz reinspitzen in den Backofen. Ja, sieht sehr gut aus. So, Soße ist fertig. Kameramann, ready. Ich habe jetzt mittlerweile auf 200 Grad erhöht. Und jetzt sieht es schon gut aus, gell? Ja, ja. Ein bisschen fehlt es noch. Ja, stellenweise ist schon sehr, fühlt man schon, hört man schon, das knuspert, aber dauert noch ein bisschen. Ja? Wirkt gut. Das Blaugrat ist fertig, die Knödel schwimmen fast oben und die Soße ist fertig. Schaut euch die mal an, die hat ordentlich Geschmack. Da könnt ihr wirklich noch ein bisschen aufgießen, wie gesagt, mit Geflügel vor. Schmeckt total weihnachtlich, total lecker. Und jetzt hole ich euch die Ente dazu. Ja, die sieht gut aus. Tada! So, schaut euch das an. Das ist eine feine Kiste. Hörst du? Ja. Okay. Fein knusprig. Lasst euch das leckere Blaugrat dazu schmecken. Kartoffelknödel oder Semmelknödel, dann die Soße dazu. Ich würde noch Preiselbeeren dazu servieren. Und wisst ihr, wie man sie tranchiert? Wenn nicht, ich blende euch noch ein Video ein. Da habe ich meine Bauernente gemacht. Da zeige ich das. Ja? Ja, und ich werde jetzt tolle Fotos machen. Schaut gerne auf der Webseite diefrauamgrill.de vorbei und schaut euch meinen Serviervorschlag an. Lasst euch die Ente schmecken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr sie nachmacht. Mich wissen lasst, wie sie euch geschmeckt hat. Und jetzt wünsche ich euch frohe Weihnachten. Danke fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut. Und da müssen jetzt noch Fotos erst gemacht werden. Ja. Das passt mir gar nicht, Chefin. Ja.